Hallo und herzlich willkommen zurück bei Trash Formiert. Heute geht's um Jenny. Sie hat sich mit ihrem Verkauf bei der Matching Night sehr unbeliebt gemacht. Doch was sagt Jenny eigentlich dazu? Das seht ihr hier. Wie immer gab es auf Instagram ein paar Aussagen von Jenny. Sie gab ein Q&A und hat sich auch nochmal ausführlich zum Verkauf der Matching Box geäußert. Jenny hat in der Sendung bereits gesagt, dass sie impulsiv gehandelt hätte und hat sich auch entschuldigt. Ich habe zuvor auch schon mal gesagt, dass ihr Verhalten unkollegial war, aber es hatte auch jemand anderes machen können. Ich fange zunächst mit dem Q&A an. Dort geht es auch sehr stark in die Richtung, in eine gewisse Richtung, und zwar gegen Laura Blond. Aber dazu kommen wir gleich. Jenny wird beispielsweise gefragt, hättest du bei Emmy und Chris auch angenommen, wäre es dasselbe Solo-Angebot gewesen. Dazu antwortet Jenny, safe. Sorry, und dann markiert sie Chris, hab dich trotzdem lieb. Interessant, dass sie Emmy nicht markiert hat. Aber okay, das spricht schon ein wenig gegen diese Impulsivität allgemein, finde ich, von der sie ja gesprochen hat in der Sendung. Es ist ein bisschen schwierig, denn das deutet durchaus auf Absicht hin. Also schon interessant, aber andererseits gab es ja diese Option so nicht, wie es sie bei dieser Matching Box Night gab. Von daher kann es natürlich sein, dass es wirklich eine impulsive Handlung war, die sie aber trotzdem wieder so gemacht hätte. Weiter geht's damit, dass sie auch gefragt wird, was hast du mit den 20.000 vor? Dazu sagt sie, werdet ihr alles noch erfahren? Darf es noch nicht sagen. Da bin ich echt gespannt, was die Antwort ist. Wahrscheinlich wird sie es erst nach der Ausstrahlung der Sendung preisgeben können. Mal sehen, was da auf uns zukommt. Habt ihr denn eine Vermutung, was es sein könnte? Falls ja, schreibt es mir in die Kommentare. Nadja wollte übrigens Jenny auch ein wenig roasten in ihrer Story, sagen wir mal so. POV, als Sophia das Angebot gemacht hat und man jetzt erst einmal sieht, wer alles die Dollarzeichen in den Augen hatte und die Hand gehoben hat. Und dann hat sie nochmal eine Umfrage gemacht und sagt, hättet ihr verkauft? Und 78% haben ja gesagt. Damit hatte sie wahrscheinlich nicht gerechnet. Es gibt auch noch mehr aus dem Mean Girls Club. Denn die nächste Frage war, was sagst du zu Lauras Stories gerade und dass du immer Thema bist? Dazu sagt Jenny, Fangirl halt, habe ihr auch schon paar Autogrammkarten fertiggestellt. Dazu sieht man eben, wie Jennys Autogrammkarten da aussehen im Hintergrund. Also Laura macht das natürlich schon gut, kontrovers zu sein und zu sticheln, keine Frage. Allerdings gab es die Situation auch mal umgekehrt, wenn ich mich richtig erinnere. Und eigentlich ist es zu erwarten, dass sich alle, die auch nur ansatzweise irgendwie ja betroffen waren jetzt, in der Sendung gewesen zu sein oder Kontakt gehabt zu haben, auch etwas zu sagen. Und am Ende des Tages geht es ja auch darum, dass über einen gesprochen wird. Dennoch wird es langsam nervig, wenn dieses Thema kein Ende nehmen wird, wie zum Beispiel Laura und Dana. Also wenn das Matchbox-Thema jetzt auch ein bisschen die Ewigkeit weitergeht, dann wird es schon langweilig. Und Laura erinnert mich teilweise auch so ein bisschen an Hey Arnold. Weiß nicht, ob ihr die Sendung so noch kennt. Aber da gibt es ja Helga. Sie hat so einen Schrein gebaut für Arnold. Und solche Vibes gibt es von Laura auch teilweise. Dann geht's weiter. Jenny wird auch gefragt, wusstest du, dass Gabriella Lukas im Whirlpool geküsst hat? Dazu antwortet sie, yes. Gabriella ist direkt zu mir gekommen und hat mir alles erzählt. Sie war dort mein kleiner Spion. Darauf hat Gabriella übrigens reagiert und sagte, Spion Nummer 1, es gab auch weitere. Jenny zeigte außerdem noch eine Story, in der jemand sagt, spill the tea girl, die Folgen waren so geil. Und dazu sagt dann Jenny, Leute, es gibt hier noch so viele Themen, die ich ansprechen werde. Unter anderem, wie gewisse Fangirls von mir die ganze Zeit gegen mich schießen. Ich hätte mich dort verhalten, als wäre ich bei Love Island, während die selber irgendwelche Exklusivitätsgeschichten geplant hatten. Sehr interessante Infos, da sehe ich hier das Wort Fangirls verwendet, kann man auch von Laura Blond oder Nadja ausgehen, eventuell eher Laura und Nicola. Vielleicht auf diese Situation bezogen, das wäre so meine Vermutung. Ich bin übrigens auf etwas Spannendes gestoßen. Es passt hier nicht 100% zu diesem Thema, aber ich fand es trotzdem ziemlich interessant, denn Emanuel, an den erinnert ihr euch ja vielleicht noch, hat nämlich ein Q&A gegeben und dort wurde er gefragt, wie viele Leute sprechen sich davor eigentlich ab? Also bezogen auf Reality-TV-Formate. Dazu sagte er, sehr, sehr viele. Auch ich habe mich schon abgesprochen gehabt. Das ist meist part of the game. Es gibt kaum eine Show, wo sich nicht vorher abgesprochen wird. Viele haben Kontakt, meist bevor die Show beginnt. Bestes Beispiel, die aktuelle Are You The One Staffel. Wie gesagt, das hat nicht unbedingt mit dem Thema Exklusivität zu tun, aber da musste ich schon sehr stark an Nicola und Nadja denken. Und da wäre ich wirklich sehr gespannt, ob da noch was rauskommen könnte, ob mehr Leute als nur Nadja und Nicola betroffen sein könnten. Und bevor es zurück zum Thema Exklusivität geht, zeige ich euch jetzt nochmal das Statement von Jenny, was sie zum Thema Matchbox gemacht hat. Mal kurz zu dieser Verkaufsgeschichte. Ich versuche mich kurz zu halten, weil ich werde dazu später nochmal ein Reel posten. Also, Leute, als ich da reinkam, ne, und ich mir diesen Cast angeguckt habe, dachte ich mir direkt schon, okay, ich glaube, ich bin hier wirklich fehl am Platz, ne? Also, so viele falsche Menschen, selten gesehen in meinem Leben.
gerade die Frauen und das, obwohl ich mit so einer positiven Einstellung reingegangen bin und gesagt habe, ey, ich glaube, ich werde mich 100% nicht mit irgendeiner Frau hier auseinandersetzen, also Stress haben, sondern mit den Männern. Es war aber am Ende des Tages meistens genau andersrum, leider. Voll viele Linkereien, Lästereien, Fakeness und sonst was. Ich bin auch nicht ohne, aber ich sage wenigstens die Sache straight in your face, was viele dort nicht gemacht haben. Das heißt, mit der Zeit, die Tage vergingen und ich bin ja eine krasse Beobachterin, und mir ist direkt aufgefallen, wie chaotisch einfach diese Gruppe ist. Also das war null so, dass ich reinkam und direkt dieses Gefühl hatte, wir sind ein Team oder Team Spirit. Im Gegenteil, jeder hat gegen jeden geschossen, super viel Drama, null Ehrlichkeit untereinander, Frauen und Männer. Ich hatte ja auch mit Männern dort auch irgendwo meine Auseinandersetzung, wurde aber auch nicht so wirklich thematisiert, ist ja auch nicht schlimm. Und also sorry. Wenn ich dann höre, ich kann meinen Arsch saven und 20k nach Hause nehmen und ich gehe nicht leer aus, dann obviously denke ich erstmal an mich. Und abgesehen davon war eh mein Mindset in einem Jahr, so wie Mark Robin das eigentlich auch gesagt hat, fand ich auch super, ich werde mit denen, die meisten von denen, eh gar keinen Kontakt haben. Wenn überhaupt am Ende nach so einer Show bleibt vielleicht eine Freundschaft bestehen, maximal zwei. Aber ihr wisst doch, wie es ist. Dann guckt man sich die Show an, die O-Töne, und dann hört ihr dieses ganze Geläster und denkt euch, Alter, wieso war ich so dumm und hab nicht einfach an mich gedacht und hab irgendwie mein Geld nach Hause genommen. Mir war es nur in dem Moment wichtig, das mit den Leuten zu klären, die für mich irgendwo auch nicht komplett egal waren. Heißt ein Lukas, mit Lukas wollte ich schnell ein Gespräch suchen. Genauso wie ich aber auch mit einem Karen sprechen wollte, genauso wie ich mit einer Gabby gesprochen habe und es wurde nicht gezeigt, oder mit einer Dana gesprochen habe. Also ich habe mir wirklich jede... Also die Leute, die ich irgendwo trotzdem noch gern hatte in dem Moment, ne, laut Folge 7-8, habe ich beiseite genommen, habe gesagt, du, ich kann auch einstecken. Seid sauer auf mich, beleidigt mich, was auch immer. Ich stehe dazu gerade und sage, ich habe diese Entscheidung getroffen. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt irgendwie Kackbild von mir habt, dann werde ich das erstmal so hinnehmen müssen. Aber ich stehe 100% dahinter, denn am Ende des Tages muss ich an mich denken, weil sonst wird es kein anderer tun. Und das war mein Mindset, was diese ganze Matchbox-Entscheidung betrifft. Zurück zum Thema Exklusivität. Es hat sich etwas ergeben mit Jenny und Lukas. Gemeint ist diese Szene. Es ist definitiv nicht nur mögen oder vergucken, sondern es ist schon definitiv eher verknallt. Okay, einfach keine Intimität mehr mit anderen Menschen. Nicht rummachen, kein Sex. Und keine Rumpfummelei, sicherlich nicht. Okay. Kriegst du was hin? Komplett exklusiv. Bei either one exklusiv, ja. Lukas und ich sind jetzt, Stand jetzt exklusiv. Das heißt, wir möchten den Fokus auf uns setzen. Natürlich das Spiel weiterhin spielen. Ne? Du hast den Vertrag mit dem Deutschen exklusiv. Dazu erklärt Jenny dann nochmal, wir haben uns beide dafür entschieden, uns weiterhin exklusiv kennenzulernen. Der erste Impuls kam aber natürlich von Lukas. Keinen Plan, wieso das so gezeigt wird, als hätte ich das vorgeschlagen. Interessanter Beitrag hier zum Schnitt. Und sie hat auch nochmal persönlich etwas zu diesem Thema gesagt, und zwar Folgendes. Sage ich zu dieser Exklusivitätsgeschichte mit Lukas. Welcome to Jenny's Real Talk. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde mal so sagen, vieles wurde nicht ausgestrahlt, aber zwischen Lukas und mir war es wirklich ein krasses Hin und Her. Sei es, er hat irgendwelche Sachen gemacht, die ich auch ganz klar kommuniziert habe, die für mich nicht gingen. Andersrum hatte ich auch irgendwo mein Rumgeflirte mit anderen Männern, was ihnen nicht so gepasst hat. Es war wirklich immer so wie Katze und Maus, hin und her, bis dann irgendwann wir das Gespräch hatten, wo Lukas dann meinte, ja, sollen wir das exklusiv machen? Heißt, wir haben gewisse Regeln, lernen erstmal uns kennen und spielen trotzdem das Spiel weiter, aber versuchen trotzdem gewisse Grenzen nicht zu überschreiten, und ich habe das Ganze ja zugestimmt. Das war ja auch der Part, wo ich gesagt habe, okay, du hast jetzt offiziell den Vertrag mit dem Teufel unterschrieben. ja, Leute, was danach kam, ging natürlich gar nicht, und davon habe ich auch tatsächlich nicht so viel mitbekommen. Ja, das ist einfach so typisch, ja, einfach schwer einzuschätzen, weil, wie gesagt, man ist da irgendwo auch in der Bubble drinne, man ist immer noch in einem Spiel drinne, und irgendwo geht es halt nun mal darum, die anderen kennenzulernen, also da kommt man nicht drum rum, gerade weil man auch ein Perfect Match halt finden möchte und auch das Geld mit nach Hause nehmen möchte. Aber ich finde es von beiden Seiten einfach furchtbar zu sehen, sei es von einem Lukas, der trotz Exklusivität rumflirtet irgendwo auf eine Art und Weise, genauso wie auch von den Mädels, die auch noch
erfahren haben, dass wir exklusiv sind und trotzdem so krass auf Attacke gehen, finde ich respektlos. Ob man jemanden mag oder nicht mag, sei dahingestellt. Aber wenn ich mitbekommen sollte, dass irgendein Mädel exklusiv ist mit einem anderen Mann, dann würde ich mich ganz klar von distanzieren und sagen, aus Respekt der Dame gegenüber mache ich das nicht. So, weil das geht über meine Werte oder meine, so ticke ich einfach nicht. Aber dass da andere anderer Meinung sind und das dann komplett ausgenutzt haben, ist für mich natürlich schwach. Wirklich sehr schwach. Aber das war, wie gesagt, auch das, was ich gesagt habe, worauf ich mich eingelassen habe. Und das, was danach kommt, werdet ihr dann auch noch sehen. Also ich weiß teilweise nicht, was ich da noch sagen soll. Es war doch irgendwie klar, dass Lukas sich nicht daran halten wird. Ich stehe sicherlich nicht alleine mit meiner Meinung da. Es ist unvorstellbar, dass man das nicht hätte kommen sehen. Da muss ich auch nochmal zurückdenken an dieses Drama wegen des prominent getrennt Dings, also wegen der Ausstrahlung und ob bei I The One darüber gesprochen wurde, was zwischen Lukas und Chiara gelaufen ist. Manche haben ja gesagt, manche Kandidatinnen, dass dieses Thema angesprochen wurde bei I The One und ich finde irgendwie da so Scheuklappen zu tragen oder gezielt alle Red Flags und generell negative Auffälligkeiten zu ignorieren, ist schon krass. Und ein kleiner Spoiler an der Stelle, überspringt vielleicht ein paar Sekunden, wenn es euch nicht interessiert oder wenn ihr nicht gespoilert werden möchtet, aber es gibt Gerüchte, dass Jenny und Lukas auch nach der Sendung ein Paar sind. Dazu muss man, glaube ich, aber nichts mehr sagen, oder? Und damit sind wir schon wieder am Ende des Videos angekommen. Vielen Dank fürs Ansehen und fürs Anhören. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls das so sein sollte, dann hinterlasst einen Kommentar, teilt und liked dieses Video. Und wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, dann könnt ihr kostenfrei meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um über neue Videos benachrichtigt zu werden. Das war's von mir. Auf Wiederhören.